Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rollercoaster Tycoon 2 mit mir, dem Yakinator, und natürlich dem tollen Yakinator-Park und unserer unglaublich gigantischen Parkumrundungsbahn, die wir heute natürlich weiter optimieren. So, und ich habe mich schon mal ein kleines bisschen schlau gemacht. Wir haben ein größeres Problem, das wir versuchen durch viele kleine Lösungsvorschläge so ein kleines bisschen einzudämmen. So, und zwar habe ich herausgefunden, dass man die Startgeschwindigkeit der Lim-Achterbahn gar nicht irgendwie nach den Stationen unterteilen kann. Das ist eine generelle Geschwindigkeit, die sich auch nicht mehr irgendwie großartig ändern lässt, ne? Das ist immer die gleiche. Station 1, Station 2 hat hier den gleichen Antrieb wie Station 1, egal was wir hier einstellen, ne? Das ist ein bisschen frustrierend, weil jetzt sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkt und ich dachte eigentlich, das geht auch ohne. Naja, egal. So, der erste Streckenabschnitt, der läuft eigentlich ganz gut. Ist alles in Ordnung. So, und hier haben wir natürlich das Problem, dass wir hier mit 111 km/h starten müssen, damit wir das hier alles durchstehen, ne? Damit wir hier durch diesen Looping auch kommen. Und den finde ich so schön, den möchte ich eigentlich gar nicht wegmachen, ne? So, und mit 111 km/h hier starten ist allerdings schon mal eine weniger gute Idee. Denn hier sieht man gleich, haben wir das riesige Problem der vertikalen Gehkräfte, das hier alles sowieso viel, viel zu schnell. Ergo, werde ich das so machen, dass ich gleich hier vorne so ein bisschen blöd, ne? So ein kleines bisschen Workaround, der eigentlich nicht so sein soll, wie er jetzt ist. Dann müssen wir das so machen, dass wir hier gleich mal eine Bremse hinsetzen, ne? Hier gleich hinter diesem, vor dieser fiesen Viertelschleife. Da werden wir gleich mal hier so ein bisschen, bauen, in den Baumodus gehen, so. Und, so wie ich mir das gedacht habe, brauchen wir halt doch ein paar Bremsen. So, und die Bremse, die werden wir jetzt, da können wir uns jetzt richtig schön austoben, ein bisschen rumprobieren oder so. Vielleicht schneide ich auch noch ein oder zwei Sachen davon weg, wer weiß. So, Bremse haben wir ja schon mal. So, 28 km/h, das ist dann wieder ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Wir können ja erstmal anfangen, wie es so mit, ja, so, ist das akzeptabel? Wäre natürlich prickelnd, Ah, okay. Dann werde ich das einfach wegschnippeln. Ne? Was jetzt hier so nervig ist. So. Da kommt die Station rein. Hier, ihr seht's, da schafft es gerade so. Wirklich mit dem letzten Husten sozusagen hier rüber. Über den Looping. Das hier alles ist super entspannt. Da muss sich keiner beschweren später. Ja gut, okay. Das könnte vielleicht nochmal ein bisschen kribbelig werden hier mit diesem ganzen Hin- und Her-Gedönse. So, aber die interessante Sache wird, wie gesagt, jetzt diese interessante Viertelschleife. So, immer schön die Achterbahn im Blick halten. Ich weiß, es wird immer schwieriger, weil hier sind ja überall tolle Achterbahnen. So, okay. Ja, ja. Müssen wir gucken, ob das hier, ob die Achterbahn das sozusagen alles übersteht ohne Probleme. Und wenn ja, dann können wir die Geschwindigkeit auch noch ein kleines bisschen weiter reduzieren, ne? Ja, das schafft die. Da ist die Achterbahn eigentlich noch viel zu schnell. Hauptsache ist, dass die dann nur am Ende hier durch diese Loopings noch durchkommt. Aber das sollte sie eigentlich schaffen, ne? Ja, locker. Lockerowski. Gut, also ist das auch schon mal kein Problem mehr. Jetzt haben wir da diese ganzen Twists und Turns. Da wird die Achterbahn auch noch wesentlich viel zu schnell. Gut, das heißt, wir können hier ohne schlechtes Gewissen durchaus noch ein paar km/h wieder runternehmen. Gut, dann würde ich sagen, baue ich hier einfach noch eine zweite Bremse hin, ne? Damit wir schön effektiv auch werden. So, Bremse. Und jetzt können wir die vielleicht ein bisschen... Machen wir die mal ein bisschen höher. So, die hat wie viel? Ah, 57. Und jetzt hat... Ach so, ja, Bremse bauen wäre natürlich auch nicht schlecht. Ah, ich dödel. So, Bremse. So, und die haben jetzt beide 28 km/h. Das wird wahrscheinlich wieder zu viel sein. Zu wenig, meine ich. Dann machen wir jetzt mal auf 49, mal sehen, was draus wird. Wenn das alles auf 49 km/h abgebremst wird. Hier dann auch 49. Gut, und dann müsste das jetzt eigentlich klappen, oder? Hier wieder in den super Sonder-Turbo-Modus. Zack, 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 zack. So, los geht's. Ja, genau so möchte ich das haben. Das war jetzt mehr oder weniger perfekt. Jetzt rollt die hier ganz entspannt aus, die Achterbahn. Schafft hoffentlich diesen Looping noch. Ja. Auch wieder mit Ach und Krach geht gerade so. Das hier ist interessant und spannend. Hm, das kriegt sie auch noch hin. Gut, ab da müsste es eigentlich kein Problem mehr geben, ne? Und in der allergrößten Not machen wir dann hier noch eine gerade Strecke hin und dann eventuell noch eine Bremse dazwischen. Oder hier oben schon. Das können wir uns ja dann aussuchen. Aber
Ja, ich denke mal, das dürfte schon viel, viel besser sein als diese 34er Intensitätswert oder Nervenkitzelwert oder was das war. Wunderbar, haben wir das erstmal geschafft. Dann würde ich mal gucken, wie geht's denn weiter? Wie macht sich die Achterbahn auf dem weiteren Weg? Ist das jetzt vielleicht schon zu hoch und zu viel? Muss ich hier gleich eine Bremse reinbauen? Nö, das geht eigentlich. Also gut, ja, doch. Das lässt sich so aushalten. Ja gut, hier wird's wieder zu schnell, ne? Und zu hoch und hast du nicht gesehen? Das heißt, hier müssen wir unbedingt mal eine Bremse reinmachen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, was das für eine Bremse wird. Nämlich eine auf 6 km/h. Da bin ich jetzt mal ganz knallhart. So. Speziell Bremse 6 km/h. Mal sehen, was daraus wird. Ob das funktionieren wird. So, jetzt wird abgebremst. Und zwar auf einen ultra niedrigen Wert. Ja, so gefällt mir das eigentlich. Den Looping schafft die Achterbahn sowieso. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das Ding schafft die Achterbahn auch. Ah, wunderbar. Das ging ja wirklich flott. Sehr schön. Okay, und spannend wird jetzt sozusagen nur noch dieser letzte Abschnitt. Ah, da nehme ich eventuell auch direkt noch eine Station weg. Weil das ist wahrscheinlich auch viel zu viel. Also viel zu viel Geschwindigkeit für so wenig, für so wenig Achterbahn. Hauptsache ist, dass das Ding sich jetzt auch mal fortbewegt. Ja, ich könnte entweder die Bremse hier hin machen oder ich mache sie da oben hin, ne? Dann werden die Leute nicht so komplett verwirrt. Ja, und da müssen wir dann halt, wie gesagt, noch minimal nachoptimieren. Oder, ja genau, das wäre vielleicht eine Idee, dass ich hier oben wirklich mal eine Bremse reinmache. Ja, dann mache ich das mal mit der Variante, dass ich hier versuche, einfach hier oben die Bremse reinzuhauen. Dann können die Leute, haben die Leute trotzdem dieses 11 km/h, diese 100, nee, ich mach's nicht. Sonst ärgere ich mich wieder, ne, wenn es da nicht funktioniert oder so, das wäre ja blöd. So, dann direkt hier die Bremse rein. Zacka. So. Und Bremse hat natürlich jetzt auch nicht so viel, ne, also 28, ist das okay? 35? Wir probieren es erstmal damit. Und bitte sehr. Ja, okay. Könnte natürlich sein, dass jetzt diese eine Bremse auch wieder nicht ausreicht, ne? Ah, ich glaube, dann werde ich gleich die zweite hinbauen. Muss sie erst geschlossen werden? Muss sie erst geschlossen werden? Schließ. Geschlossen werden. Yep. So, das heißt, das Ding hier auch noch weg. Ihr seht es ja an den Zügen, ne? Mehr Züge kriegen wir eh nicht, also mehr Wagen pro Achterbahnzug. Insofern können wir dann auch gleich hier das Ganze... So, das hat die hat jetzt... Warum hatten die jetzt auch 35? 35 und das sind jetzt auch 35? Na gut. Vielleicht machen wir 43? Ist das nicht ganz so wenig? Ja, dann wird es nämlich schon ein bisschen... Ja, okay. 43, also müssen wir noch eins höher gehen sozusagen. Noch eins krasser. Das dürfte dann 47 sein, ne? Also langsam wäre ich auch ein bisschen stinkig, weil das kann eigentlich nicht sein, dass das hier nicht funktioniert. Ich meine, ich habe die Bremsen ja nun schon wirklich... So, 101 km/h. Dann sind es halt jetzt 101 km/h. Ich meine, was hält uns denn jetzt noch davon ab, auf 111 km/h zu geben? Und dann frage ich mich natürlich, wofür wir die Bremsen überhaupt gebraucht haben. Ah, jetzt. Auf 101 km/h macht das endlich Sinn. So, sehr schön. Okay. Interessant wird es jetzt natürlich wieder hier vor dem Looping, ne? Weil, ja, okay, der geht eigentlich noch. Aber hier können wir uns dann noch minimal... Ja, da werde ich mal hier noch ein kleines... Ah, okay, dann schließen wir jetzt so. Und dann werde ich hier hinten mal vor diesem Looping des Todes sozusagen, werde ich mal hier noch eine Bremse reinbauen. So, das Ding dahin und die Bremse, ja, die darf meinetwegen auch auf 6 km/h. Habe ich kein Problem mit. Bremse. Und 6 km/h. Wunderbar. 6 km/h. Wunderbar. So, der ganze Test halt nochmal. Und jetzt haben wir das alles schon ein bisschen ausgeglichen, ne? Sehr schön. Ich würde auch sagen, dann machen wir jetzt erstmal mit dieser Session ein kleines bisschen Schluss. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern jetzt machen wir mit dieser Session richtig Schluss. Denn wenn ich mich da jetzt noch ans Feinjustieren von dem anderen Zeug ransetze, dann dauert das
dann dauert das bestimmt noch ein paar Stunden. So, dann lieber hier nochmal diese Bremse feinjustieren. Das hat mich auch gerade wieder nicht funktioniert, so wie ich das wollte. So, das heißt jetzt vielleicht mal bei, ist das jetzt wieder dasselbe Problem? 43? 43, das müsste jetzt aber hinhauen. Ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. So, schneller, ja, und wir haben es geschafft. Also jedenfalls das Eckchen hier. So, und dann hier noch das und das und das und wunderbar. Und alle sind fröhlich und zufrieden. Lass ich das jetzt nochmal durchtesten? Ich glaube, ich lasse das nochmal durchlaufen, ganz fix. Und dann werde ich ja gleich sehen, was wir hier für Testergebnisse haben. Noch keine Testergebnisse bisher. Wahrscheinlich muss die Achterbahn auch erstmal die komplette Umdrehung machen. Und dabei nicht kaputt gehen. So, 5,10 positive vertikale G-Kraft. Das ist eigentlich völlig in Ordnung, ne? Maximale seitliche G-Kraft, die könnte uns so minimal zum Verhängnis werden. Da werde ich aber nochmal schauen. Was da das große Problem ist, ne? So, und in der nächsten Session bin ich dann wieder für euch da. Die nächste Session kommt dann hoffentlich in etwas kürzeren Zeitabständen als bisher, ne? Die anderthalb Wochen, die ihr jetzt warten musstet, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber manchmal gibt es halt Sachen, da lässt sich das dann nicht verhindern. Ich bin, wie gesagt, großes Indianer-Ehrenwort. Ich bin noch da. Bloß halt im Moment nicht so hochfrequent. So. Und mit diesem kleinen Ausblick auf die nächsten Sessions, die dann hoffentlich bald kommen. Nee, Quatsch, am Wochenende. Nee, nicht am Wochenende. Was haben wir jetzt? Ach, wir haben ja Montag. Meine Güte. Na, dann richtet euch mal auf eine Folge in der Woche und eine am Wochenende ein. So, und mehr will ich aber nicht versprechen, sonst kriegt ihr wieder die Vollkrise. Weil ihr nicht wisst, was ihr von mir halten sollt. So, okay. Jetzt speichere ich mal das Spiel. Mach noch ein, So. Überschreiben. So, da mache ich noch einen kleinen Screenshot. Und zwar einen normalen Screenshot. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns. Und tschüss.